Hi, ich bin Ferdi von CETA Automotive. Wir sitzen gerade im Range Rover Velar. Allerdings die neueste Fassung. Wir haben euch das Auto schon mal gezeigt mit der Active Suspension Control und haben jetzt wieder ein Velar da und wollen euch nochmal das mit der Active Suspension Control zeigen, weil dieses Auto einfach sehenswert ist. Es ist ein Modelljahr 22, also schon der neueste Velar. Hat sozusagen hier schon das neueste Interior bekommen, wie man es nur von den ganz, ganz neuen Land Rover Modellen kennt. Alles Touch, alles natürlich mit hochauflösenden Bildschirmen vereint. Und das Fahrzeug hat natürlich eine brutale Optik. Es wurde in matt foliert und hat 22 Zoll Felgen bekommen mit Spurplatten. Dementsprechend sieht er natürlich heftig aus. Der Auftritt ist immens. Und mit der Tieferlegung in Kombination sieht das natürlich noch brutaler aus. Bei dem Fahrzeug gibt es drei Profile, die wir steuern können. Und das ist halt hier sehr schön im Display jetzt integriert. Es gibt einmal hier die Hauptprofile. Die sind sozusagen auf das gesamte Fahrzeug bezogen. Könnte man jetzt zum Beispiel jetzt als Pendant sehen bei Audi mit dem Audi Drive Select. Man hat hier so einen Dynamic-Modus, dann ist die Lenkung straffer, das Fahrzeug fährt sich sportlicher, der Eco-Modus, wo er früher schaltet und so weiter und so fort. Und halt der Komfort-Modus, der Standard-Modus sozusagen. Dann gibt es hier noch die Offroad-Profile. Also hier sowas wie Schlechtwetter, Gelände und Wüste. Und dann gibt es hier halt noch den Auto-Modus, wo er halt sich das selbst einstellt. Und für uns relevant sind halt die Fahrwerksprofile. Es gibt nämlich einmal diesen normalen Fahrmodus, den Offroad-Modus und den Beladungs- bzw. Parkmodus. Und wir haben das jetzt so eingestellt, dass der Fahrmodus dezent tiefer gelegt ist, ca. 3 cm. Der Offroad-Modus bleibt komplett wie er ist, da fährt er nämlich komplett hoch und dass man halt, wenn man wirklich mal schnell irgendwo rüber muss, dass man das immer noch kann. Und den Parkmodus haben wir auf das Maximal eingestellt, ca. 15 bis 20 mm, weil das Fahrzeug erkennt, wenn er jetzt zu tief wäre, würde er erkennen, dass er zu tief ist und fährt wieder hoch und schmeißt eine Meldung im Tacho. Und deswegen ist das Parkniveau auf das Maximal eingestellt, jetzt in diesem Fall hat er 20 mm angenommen, fehlerfrei. Das kann natürlich sein, dass wenn man mal irgendwo in einer Schräge ist und irgendwo, wo das Rad eingefedert ist und er minus 20 mm zu tief wäre und dass er dann einen Fehler wirft, das müsste man sozusagen erproben, dann würde man den auf minus 16 mm zum Beispiel stellen und hätte dann das als maximales Tieferlegungsmaß jetzt hier für das Parkniveau. Und das Gute ist, man braucht halt auch nicht das Handy rausholen, den Showmodus aktivieren, weil den Park Modus kann man einfach manuell machen und der beendet ihn auch automatisch, wenn man schneller als, ich glaube, das waren knapp 20 km/h fährt, beendet er ihn eh automatisch und man kann ihn auch vorab auswählen. Das heißt, wenn man irgendwo gleich parken möchte, kann man ihn schon beim Rollen aktivieren, dann fängt er schon an runterzufahren. Zu tief ist er jetzt auch nicht, sieht mit den Spurplatten sehr gefährlich aus, weil er schon sehr nah dran ist, ist aber noch rollbar gewesen, das heißt, es ist jetzt nicht so drastisch zu sehen, wenn man nicht unbedingt durch eine heftige Bodenwelle fährt. Da muss man natürlich ein bisschen selber ein Auge drauf werfen, dass man da nicht je nach Kombination der Räder und Spurplatten zu tief unterwegs ist. Ansonsten kann man halt wirklich das mittlere Niveau wieder nehmen, dann fährt er, muss man klicken, fährt er wieder auf das normale Niveau hoch, wo halt auch das normale Fahren ist. Da kann man natürlich selbst entscheiden, wie hoch oder tief man fahren möchte, weil die meisten sagen gerade, dass das Fahrniveau viel zu hoch ist und machen den dann entsprechend halt tiefer, bis der wunschgemäß fährt, weil wir haben jetzt zum Beispiel mal getestet, den mal auf minus 50 mm im Fahrbetrieb zu machen, das ist dann schon so ein bisschen hart und die Dämpfung ist dann sehr straff, dass das schon keinen Spaß macht. Dann ist so minus 30, 35, sieht optisch sehr gut aus und fährt sich auch noch angenehm. Und vor allem auf der Autobahn ist er dann auch ein bisschen windschnittiger, dass der Verbrauch auch ein bisschen runtergeht hier beim SUV. Als kleiner Tipp, wenn man zum Beispiel jetzt im Fahrniveau ist und man hat sich jetzt zum Beispiel minus 20 mm eingestellt und er fährt das Niveau an und man will jetzt zum Beispiel was umstellen, sagt, ah, ich mach mal minus 30 zum Gucken und will, dass er im Stand das Niveau sofort wieder ändert, dann kann man zum Beispiel einfach nochmal auf das Symbol klicken, dann checkt das Auto sein Niveau und reguliert nochmal nach. Das heißt, man kann sozusagen im Stand schnell mal gucken, jetzt die nächste Veränderung, was er vornehmen soll, damit das Fahrzeug, weil normalerweise misst er erst beim Fahren die Höhen und damit er im Stand halt auch sofort die Anpassung von unserer Steuerung sozusagen annimmt, kann man einfach nochmal auf das Symbol klicken und dann misst er das Niveau neu und stellt sich neu ein. Geil ist halt auch, dass hier ist wirklich das überarbeitete Interior, das heißt, hier ist alles schon umgebaut, hier oben mit den Displays, der hat uns auch vorhin die ganze Zeit schon OTA-Updates vorgeschlagen, das heißt, hier finden auch Updates vom Hersteller im Hintergrund statt, die kann man dann halt hier planen oder beziehungsweise automatisch installieren lassen. Geil ist halt auch hier, man hat hier verschiedene Menüelemente. Wir haben jetzt schon das hier jetzt so spaßeshalber rausgesucht gehabt, wo man halt so Ansichten vom Fahrzeug hat, wie hoch ist das Auto, wie breit. Ist für die Waschanlage natürlich perfekt.
Hier bei dem hat man halt weitere Konfigurationsmöglichkeiten, also die ganze Bedienelemente für die Klima und Sitze, was die man natürlich hier schon gefeiert hat. Hier steht auch schon drauf, für Sitze drücken. Das heißt, wenn man hier drauf drückt, dann kann man hier die Sitzheizung auswählen. Das ist natürlich geil integriert und versteckt. Man braucht keine extra Taste. Dann hat man hier unten hier das ESP. Hier finde ich natürlich nicht so geil, weil ich muss ja im Hinterkopf behalten, wenn man zum Beispiel jetzt Active Sound nachrüsten würde. Man will es zum Beispiel nicht über die Farbprofile steuern oder über die Start-Stop-Taste, sondern über die ESP-Taste. Wenn man die Taste nämlich gedrückt hält, dann zeigt er im Tacho, dass das ESP immer automatisch aktiviert ist im Komfortmodus. Das gleiche gilt für alle anderen Profile, auch für den Eco-Modus. Denn nur im Dynamic kann ich das ESP ausschalten. Wenn ich das dann nämlich gedrückt halte, dann zeigt der ESP es off, dass es deaktiviert ist, und dann kann ich es auch wieder einschalten. Aber das ist halt ein bisschen witzig. Ich kann das ESP nur im Dynamic-Modus ausschalten. Wenn ich im Eco oder Komfort das machen will, dann sagt er, nee, geht nicht, ist nicht. Bisschen interessant, weil bei allen anderen Autos kann ich es ja auch unabhängig vom Fahrprofil aus- und einschalten. Das geht hier beim Range Rover nicht. Das möchte der Hersteller da nicht. Genau, was noch geil ist halt hier, vor allem das Interior. Der hat hier, wenn man, das kann man halt, weiß nicht, ob man die Struktur im Bild sehen kann, aber es ist halt eine Struktur drin, die man ertasten kann. Ist halt mega geil gemacht, mal was ganz anderes wie die anderen Hersteller, die einfach glatte Oberflächen haben mit Muster drinne. Und hier ist halt wirklich mal was zum Anfassen, dass es wirklich eine andere Struktur hat. Also, und dann hier natürlich mit der Holzoptik wieder. Sieht auch geil aus, ne? Ja. Und dann mit den Nähten finde ich cool gemacht. Hier ist halt echt gewöhnungsbedürftig. Wir haben ja auch schon gesagt, hier liegen Münzen drin. Da sind jetzt schon, obwohl das Auto nur... Mitsubishi halt, ne? Das Auto hat nur ein paar Kilometer runter, aber innen drin ist schon alles zerkratzt. Wahrscheinlich so vom Reingreifen und so. Weil hier erwartet man theoretisch ein größeres Fach oder mehr was zum Festhalten, und hier ist halt sofort Ende. Das heißt, wenn man hier nur mit der Hälfte der Finger schon reingeht, dann knatscht man schon gegen, wenn die Nägel dann ein bisschen scharf sind, hat man schon Kratzer drin, und so ist hier halt auch schon. Also es geht wohl sehr, sehr schnell, aber ansonsten natürlich sehr geil gemacht. Ich meine, man will ja beim Fahren sich nicht hier so festhalten. Also es ist schon eher als Fach konzipiert, aber ich kenne das halt, dass Leute dann so typischerweise irgendwie sich festhalten wollen, wenn die jetzt nicht gerade hier oben greifen. Aber sonst natürlich sehr geil gemacht. Das Interior ist, finde ich, sehr modernisiert worden hier bei den ganzen Range Rover Modellen. Und optisch war der Velar schon immer sportlich, brutal im Auftritt. Und jetzt natürlich mit der Tiefe und den Rädern sieht er natürlich mega mächtig aus. Aber wenn du ehrlich bist beim Lenkrad, ist angelehnt an Mercedes Styling, ne? AMG Styling hat auch so die Form. Ein bisschen mehr konkav als er hier. Aber sonst ist es schon sehr daran angelehnt. Oder vielleicht liege ich absolut falsch, aber erinnert mich auch so ein kleines bisschen an den neuen Hammer. Das weiß ich elektrische. Nicht. Ich glaube, du bist einfach zu sehr verwöhnt von unseren ganzen Mercedes-AMG-Lenkrädern umbauten, wo die einfach brutal sportlich sind. Ja. Ja, das war es auch schon vom Range Rover Velar mit der Active Suspension Control. Mich würde interessieren, wie findet ihr denn hier das ganze Interior von dem neuesten Velar? Findet ihr, das ist von der, was das Moderne angeht, einfach brutal geil? Sehr futuristisch alles mit den ganzen Touch-Elementen, oder findet ihr, der Range Rover zählt einfach als robustes Auto, das muss noch mit echten harten Knöpfen sein, hier nicht mit den Touch-Elementen, dass das zu futuristisch ist, zu modern ist? Würde mich da interessieren, was ihr dazu sagt. Freue mich auf euer Feedback und bis zum nächsten Mal.